Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Erstmal finde ich es ja positiv, um mit etwas Positivem mal einzusteigen. Erstmal finde ich es ja positiv, dass sich hier offenbar inzwischen alle im Parlament am Überbietungswettbewerb beteiligen, wer denn nun der beste Klimaschützer ist. Da sind wir ja alle demokratischen Fraktionen, sagen wir es mal so. Da sind wir ja schon mal ein Stück weiter, als wir es noch vor Jahren waren. Aber Herr Pinkwart und die Kollegen von FDP und CDU, ihren Anspruch, den Sie hier heute formuliert haben, nun die allergrößten Vorreiter beim Klimaschutz hier in NRW zu sein, beim besten Willen, Herr Pinkwart, die Fakten sprechen dagegen. Diesen Anspruch können Sie nicht erfüllen. Allen Bekenntnissen und allem Selbstlob, den Sie heute wieder selbst ausgestellt haben, zum Trotz. Die Fakten. Herr Laschet, wo waren Sie denn? Wo war denn das Energieland NRW in Berlin, als dieses mickrige Klimapäckchen auf den Weg gebracht wurde? Nein, Herr Pinkwart, mit diesem Klimapäckchen werden die Pariser Klimaschutzziele nicht erreicht. Das haben wir jetzt in der Anhörung. Die Fakten sprechen doch dagegen. Das Klimapaket wird nur maximal, und das sind optimistische Berechnungen, maximal ein Drittel der vorgeschriebenen Einsparungen mit den Maßnahmen erreichen. Mit dem Klimaschutzgesetz, was Sie hier eben so gelobt haben, da steht drin, was steht denn da eigentlich drin? Ja, die Sektoren müssen regelmäßig im Kabinett berichten. Eine Berichtspflicht. Wow. Und was passiert, wenn im Bericht steht, wir haben die Ziele nicht erreicht? Gar nichts. Dieses Klimaschutzgesetz ist ein zahnloser Tiger und wird nicht dazu beitragen, dass die Ziele erreicht werden können. Und jetzt kommt es noch besser. Bei der CO2-Bepreisung. Die Anhörung im Bundestag hat es doch erreicht. Es geht nicht nur darum, dass 10 Euro zu wenig sind. Die Anhörung im Bundestag hat gezeigt, das ist nicht verfassungsfest, verfassungsrechtlich hochproblematisch. Das wird Karlsruhe, wird dieses Gesetz wahrscheinlich nicht überstehen. Also dieses Klimaschutzpaket, das ist es nicht, was die Pariser Klimaschutzziele hier in Deutschland umsetzen kann. Und Herr Laschet, das Allerschlimmste, was wir jetzt gerade in den Straßenbahnen finden konnten, diesen Referentenentwurf zum Kohleausstieg. Wo waren Sie denn da? Sie haben angekündigt, ich setze mich in Berlin für eine 1:1-Umsetzung des Kommissionsberichtes ein. Was wir im Referentenentwurf aus dem Hause Altmaier, ist jetzt kein Grüner, das ist Ihr Parteikollege, jetzt lesen konnten, ist das Gegenteil. Mit diesem Referentenentwurf wird das Kommissionsergebnis nicht umgesetzt. Und auch hier wieder ein Faktencheck. Man muss sich mal vorstellen, da sitzt eine Kommission mit, von Unternehmen über Greenpeace bis zu den Gewerkschaften und einigen sich auf einen Kompromiss. Ja, und dann braucht diese Regierung, weil sie vorher nicht geliefert hat, über 9 Monate, um dann diesen Referentenentwurf vorzulegen, wo bei dem zentralen Element, nämlich den Braunkohleausstieg, nichts steht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da stehen ein paar Pünktchen und sagt, das hat Herr Pinkwart gerade gesagt, das wird dann irgendwie im Gesetzgebungsverfahren eingebracht. 9,5 Monate schafft diese Bundesregierung es nicht, diesen eindeutigen Beschluss dieser Kohlekommission in ein Gesetz zu gießen. Das ist Politikversagen. Und da hat NRW in Berlin offenbar keine Rolle gespielt. Dann können Sie sich doch nicht hier hinstellen und Ihre altbekannten Bekenntnisse der 1:1-Umsetzung hier vortragen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. So, also zur Braunkohle gar nichts. Herr Laschet, die Menschen im Rheinischen Revier erwarten eine Antwort. Die liefert die Bundesregierung hier nicht. Sie sind das größte Bundesland. Wir sind das Energieland Nummer 1. Die Menschen im Rheinischen Revier, die Menschen in den Dörfern, die von Umsiedlung bedroht sind, die brauchen jetzt eine Antwort. Liefern Sie sie, setzen Sie sich in Berlin dafür ein, dass das auch umgesetzt wird, was die Kommission entschieden hat. Und wenn wir das dann umsetzen, dann zeigen alle Berechnungen, können die Dörfer erhalten werden, kann der Wald erhalten werden und dann können wir hier endlich anfangen, in den Strukturwandel einzusteigen. Das dauert doch alles viel zu lange. Machen Sie da mal Druck in Berlin. Offenbar hat der designierte Kanzlerkandidat bei seinen eigenen Parteifreunden offenbar doch nicht so viel zu sagen. Der 1000-Meter-Abstand, die Kollegin Brems ist darauf eingegangen. Herr Pinkwart, wenn Sie hier ThyssenKrupp und den klimaneutralen Stahl hier vortragen. Ich sage Ihnen, dieser klimaneutrale Stahl wird vielleicht irgendwann nicht wegen, sondern trotz Ihrer Politik an den Start gehen. Denn für diesen klimaneutralen Stahl, was brauchen Sie denn da?
da brauchen Sie genau die erneuerbaren Energien, die Sie hier sowohl auf Landesebene wie jetzt auch auf Bundesebene zum Erliegen bringen mit dem Abwürgen der Windenergie. Genau diese erneuerbaren Energien wird für diesen Stahl gebraucht. Und letzte Bemerkung zum Steinkohleausstieg. Auch hier sind die verbindlichen Rahmenbedingungen aus dem Gesetzentwurf, aus dem Referentenentwurf offenbar irgendwie verschwunden. Da darf sich jetzt jeder bewerben, ein Kohlekraftwerk abzuschalten. Aber am Ende fehlt auch hier ein verbindlicher Rahmen. Dieser Referentenentwurf, Herr Laschet, ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sich in der Kommission hier für einen breiten gesellschaftlichen Konsens, für einen Kohleausstieg, für einen sozialverträglichen Kohleausstieg, für einen ökologischen Kohleausstieg und für einen wirtschaftspolitisch verantwortbaren Kohleausstieg eingesetzt haben. Ein Schlag ins Gesicht, wenn dieser Referentenentwurf in der Großen Koalition durch das Kabinett geht und auch in Richtung SPD. Wo ist da Ihre Umweltministerin? Dieser Referentenentwurf, wenn die GroKo, wenn die SPD sich daran beteiligt, na dann gute Nacht. Das ist auch für NRW eine schlechte Lösung. Damit werden wir die Energiewende nicht schaffen. Und ich sage es sowohl in Richtung SPD wie in Richtung CDU. Nehmen Sie da Verantwortung und nehmen Sie dieses Ergebnis dieser Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung endlich ernst. Und machen Sie genau das, was ich ständig sage, nämlich setzen Sie es eins zu eins um. Dankeschön.